Guten Abend. Auch heute gab es wieder eine Hochnebeldecke, die allerdings riss doch dann auseinander. Sie sehen hier ganz schön, wie Hochnebel von der Ostsee auch Richtung Polen zog und dann diese große Hochnebeldecke über der Nordsee. Von den kräftigen Unwettern über Südwesteuropa bekommen wir so gut wie gar nichts mit, aber doch ein kleines bisschen schon. Die Luft ist da feuchter und so gab es heute Nachmittag über dem Schwarzwald tatsächlich mal ein Gewitter. Aber die Schauer- und Gewitterneigung bleibt doch eher gering und so ist es in der Nacht meist klar. In Gewässernähe bildet sich wieder Nebel und in Norddeutschland gibt es auch wieder eine Hochnebeldecke. Die Temperaturen dazu sinken auf 13 bis 7 Grad und steigen morgen im Breisgau bis 27 Grad. Deutlich kühler bleibt es an der Ostsee mit nur 18 Grad. Denn auch morgen gibt es in Norddeutschland wieder so eine Hochnebeldecke. Die sollte sich rasch auflösen. Viel mehr Sonnenschein aber gibt es in Süddeutschland. Da gibt es höchstens dekorative kleine Quellwolken. Und der Sonntag, der bringt uns ein ganz ähnliches Bild bei ähnlichen Temperaturen. Und ähnlich schön startet dann auch die neue Woche. Wir haben es einfach weiterhin mit diesem schönen Spätsommer. Sommerwetter zu tun. Guten Abend.